alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet. So wird's euch zuteil werden. Markus 11, Vers 24. England, Anfang des 19. Jahrhunderts. Durch die Industrialisierung werden die Lebensbedingungen drastisch verändert. Oft müssen die Arbeiter 6 bis 7 Tage die Woche 12 Stunden lang arbeiten. Trotzdem werden sie dafür so gering bezahlt, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als ihre Frauen und Kinder ebenfalls zur Arbeit zu schicken. Massenarmut macht sich breit und in den größeren Städten entwickeln sich regelrechte Arbeiterslums. In den Gassen leben zahlreiche Waisenkinder, die sich allein durchs Leben schlagen und um ihr Überleben kämpfen müssen. Wer keine gütigen Verwandten hat, lebt und stirbt in der Gosse. Junge, hier, möchtest du einen Kanten Brot? Ich war gerade bei Bäckermeister Highsmith. Das Brot kommt direkt aus dem Ofen und ist noch richtig warm und knusprig frisch. Hey, Junge! Meinen Sie mich, Sir? Ja, genau dich meine ich. Oh, ich gehe schon weg. Ich werde Sie nicht mehr belästigen. Nein, nein, bleib ruhig sitzen, mein Junge. Du störst mich nicht. Das ist nicht der Grund, warum ich dich anspreche. Hier, möchtest du ein Stück Brot haben? Ja. Du bist ganz schön hungrig, was? Du Armer, hast wahrscheinlich schon lange nichts mehr zu essen bekommen. Wie lange lebst du denn schon auf der Straße? Ich weiß nicht. Schon seit einigen Wochen. Aber warum wollen Sie das überhaupt wissen? Sie sprechen übrigens komisch. Kommen Sie nicht aus Bristol? Ja, du hast ein gutes Gehör. Nein, ich komme nicht von hier. Nicht mal aus England. Ich komme aus Deutschland. Aus Deutschland? Ja, um genau zu sein, aus der Nähe von Halberstadt. Das liegt im Osten von Deutschland. Und warum sind Sie jetzt hier? Mit meiner Frau Mary betreue ich Kinder wie dich, die auf der Straße ohne jegliche Hilfe leben. Vielleicht hast du schon von dem Haus in der Wilson Street gehört? Ich glaube schon. Sie sind dann Georg Müller, Sir? Ja, genau. Woher weißt du denn das? Naja, von dem Kinderhaus habe ich schon gehört. Aber es war sehr seltsam. Ein paar Jungs, die in den Gassen erzählen, es sei der Himmel auf Erden dort. Jeder hat ein eigenes weiches Bett. Jeden Tag gibt es frisches Essen und warm soll's auch sein. Aber ein paar berichten auch ziemlich schaurige Sachen von Knochenarbeit, Schlägen und zu wenig Essen. Was? Das ist ja grauenvoll. Wer setzt denn solche Gerüchte in die Welt? Denn das ist überhaupt nicht wahr. Ich würde eher sagen, es ist wirklich fast wie der Himmel auf Erden im Vergleich zum Leben auf der Straße. Jeder hat tatsächlich sein eigenes Bett und bekommt genug zu essen, jeden Tag. Und weißt du was? Wir glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Vielleicht warst du schon mal in der Kirche und hast gehört, dass Jesus uns aus unserer Not befreit. Wir versuchen, seine Liebe an jedes Kind weiterzugeben. Weißt du was? Komm doch einfach mal mit und schau es dir an. Falls es dir nicht gefällt, kannst du ja auch wieder zurück auf die Straße gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dir dort gefallen würde. Pa, wer sagt mir, dass ich dort nicht bei lebendigem Leib eingesperrt werde? Der kleine Johnny ist vor ein paar Tagen von hier weggegangen, wollte sich das mal ansehen. Und seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich verstehe deine Angst, Junge. Aber du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du vertraust mir und probierst es einmal aus, oder du bleibst hier und gehst kein Wagnis ein. Aber dein Leben wird sich dadurch nicht verändern und das Gleiche bleiben wie jetzt. Und übrigens, der kleine Johnny Wellburn ist tatsächlich bei uns aufgekreuzt und wohnt seit einigen Tagen im Waisenhaus. Und wenn du mich fragst, hat er schon lange nicht mehr so glücklich ausgesehen. Okay, überredet. Anschauen kann ich mir das ja mal. Manchmal gibt's hier Tage, an denen ich ein Stück Apfelsinenschale so begeistert aufhebe, als hätte ich ein Sixpence-Stück gefunden. Das kann eigentlich nur besser werden. Na, dann komm.